Willkommen auf der Saatorx. Diesmal ein Unboxing von etwas, was ich mir nicht auf der Animagic gekauft habe, was ich mir aber dort gerne gekauft hätte. Aber leider wurde Universum Anime von dem Lieferanten scheinbar ein kleines bisschen im Stich gelassen. Und das erste Volume von Violet Evergarden auf Blu-ray war gleich nach dem ersten Tag vergriffen. Genauso wie Made in Abyss. Made in Abyss muss ich mir noch holen. Will ich mir auf alle Fälle noch holen. Werdet ihr dann auch bald auf diesem Kanal hier sehen. Ja, das hier ist das Volume 1 in der Special Edition von Violet Evergarden. Ist ursprünglich auf Netflix erschienen und jetzt relativ schnell sogar auf Blu-ray, weil Netflix hat ja eigentlich so Holdbacks von 1, 2 Jahren, glaube ich. Hatte ich mir da schon angeguckt und ich muss diese Serie unbedingt noch in mein Regal haben, weil sie ist einfach super schön gezeichnet und auf alle Fälle solltet ihr immer mal eine Packung Taschentücher parat halten. Gut, ja, Cast und Crew seht ihr hier. Das sind einmal die japanischen Sprecher und die deutschen Sprecher. Die japanische Sprecherin Yui Ishikawa war ja sogar auf der Animagic. Deswegen schade, eigentlich wollte ich mir die Box signieren lassen, aber ging nicht. Aber jetzt nur die DVD für Autogramm holen wäre jetzt doof gewesen. Ich sammle halt nur noch Blu-rays. Ja, zu den technischen Daten. Die Laufzeit der Serie beträgt hier 72 Minuten. Als Extra sind 80 Minuten drauf. Das Bild ist in 16 zu 9 Full HD. Der Ton ist in 2.0. Als Sprachen sind drauf Deutsch und Japanisch. Untertitel Deutsch. Regionalcode ist egal. Als Extras, also digitale Extras, sind dabei die japanische Kinotour Teil 1 mit Untertiteln, Textless Opening und Ending, Artcards 3 Stück, Imageboards 3 Stück und ein Booklet, was 40 Seiten umfasst. So, kommen wir hier zu der Box. Gut, das müssen wir rausschieben. Gucken wir uns erstmal von vorne an. Wie so einen übergroßen Brief designt. Finde ich sehr schick. Fässt sich auch ganz gut an. Ist jetzt nicht einfach nur so eine glatte Pappe, sondern so leicht rau. Und die Box selbst fühlt sich auch sehr hochwertig an. Na komm schon. Ach, das ist zum Aufklappen. Gut, gut zu wissen. Ja, sieht wirklich sehr schick aus. Hier haben wir das Booklet, das tue ich erstmal beiseite. Dann haben wir hier die ersten Karten. Und fest eingeklebt unten ist die Disk. Hinter der Disk ist schwarz. Und dann bleibt ja jetzt zu guter Letzt nur noch das Booklet übrig. Ist alles so ein bisschen wie altes Papier halt gehalten, was ich sehr passend zur Serie finde. Episoden Guide. Charaktere werden vorgestellt. Noch mehr Episoden Guide. Noch mehr Charaktere. Das soll jetzt der letzte Episoden Guide gewesen sein. Die Gegenden, die in der Serie vorkommen. Die Schreibmaschine von der guten Violet. Was haben wir hier? Schreibprobe bzw. oder ist das? Ach, die Schriftzeichen, die da verwendet werden. Also könnte man die Briefe quasi jetzt selbst übersetzen. Und was haben wir hier? Credits. Über zwei Seiten. Ja, also ich bin schon auf die nächsten Volumes gespannt. Und dann bedanke ich mich bei euch auch schon fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.